So, grüezi miteinander. Wir sind an der Auto Basel. Und zwar haben wir gedacht, wenn schon alle neuen Modelle da stehen, gehen wir ein bisschen rumschauen und flanieren. Und man wird gerade willkommen geheissen. Ja, Mansur, erzähl mal, was hat denn Wedrich Dona im Angebot inne? Wir stehen hier vor einer wunderschönen Limousine, glaube ich, oder? Genau. Also wir sind heute hier mit der Schweizer Premiere, mit dem Peugeot 508, mit der neuen sportlichen Limousine, die jetzt bei uns auch verfügbar ist. Ab Mitte Oktober werden wir das Auto können auf der Straße präsentieren. Und das werden wir jetzt gerne hier auch an der Basel auch schön vorstellen. Aber was ist denn jetzt so neu an dem? Geht es nur um die Ausstattung? Ist das die ganze digitale Geschichte, die drin ist? Das gesamte Fahrzeug ist eigentlich komplett neu. Also wir haben die ganze Digitalisierung, die im Moment natürlich überall gefragt ist, haben wir in dem Auto eingebaut, mit dem neuesten Assistenzsystem, mit dem neuen elektronischen Fahrwerk und dem Nachtsichtassistent. Wir haben komplett das Auto neu überarbeitet und Peugeot hat mit diesem Auto eine ganz neue Dimension eigentlich einen Schritt hineingemacht. Ja, aber jetzt, Mansur, wenn ich jetzt eine Alternative suche, was gibt es dazu? Das ist bei uns überhaupt kein Problem. Wir haben zum einen den Mazda, aber für dich mit drei Kindern würden wir natürlich zum Citroën Berlingo gehen, wo wir auch die Schweizer Premiere bei uns hier an der Auto Basel haben. Und da haben wir die grössere Alternative, Danny. Ja, was ist denn das jetzt für ein? Das ist der neueste Citroën Berlingo. Da hast du riesig Platz für deine ganze Familie mit Katz und Hund und musst darum nichts Sorgen machen. Jetzt haben wir aber überlegt, vorher haben wir beim Peugeot gesehen, Limousine, spezielles Getriebe und so. Ich nehme an, das Auto steht mit Sachen Kraft und Power mit nichts nach. Kein Problem. Mit dem kannst du mit deinem Gepäck und alles in Ferien gehen. Du musst dir keine Sorgen machen wegen Leistung, sonst irgendetwas. Du kannst einfach wirklich alles reinladen und losfahren. Okay, apropos keine Sorgen machen, wie sieht es aus? Man hat da gehört, verschiedene Autobauer haben Probleme mit den Abgasen. Das nehme ich an, ist alles geregelt. Das ist so. Die anderen haben Probleme, wir haben die Lösung. Unsere Motoren sind so effizient und sind schon auf dem nächsten Standard, da können die anderen Hersteller gar noch nicht so weit sein. Wahnsinnig. Also zwei ganz tolle Modelle, die ihr jetzt gesehen habt und probiere ich noch einen Schritt weiter zu gehen. Wenn mir jetzt das immer noch nicht passt. Haben wir denn noch Alternativen? Selbstverständlich. Wir haben Mazda-Modelle bei uns, die auch überhaupt keine Wünsche offen lassen. Die sind bekannt natürlich für ihre Zuverlässigkeit. Mit den neuen Motorgenerationen sind sie hervorragend. Auch bei denen musst du keine Sorgen machen, was CO2-Ausstoß anbelangt und was die ganze Diesel-Thematik im Moment in den Medien ist, sind wir überhaupt nicht betroffen. Was ist der Unterschied zwischen dem 5er und dem 6er? Beim CX-5 hast du mehr ein SUV-Gefühl und beim 6er hast du einen schönen Sportkombi, wo du auch mit der ganzen Familie kannst weggehen und auch überhaupt nichts an Qualität dir fehlt. Ja, aber Mansur, wenn man jetzt das immer noch nicht gelenkt und ich noch mehr sehen möchte, wo komme ich hin? Zu den Autos Wedrich Dona, in Muttenz, in Zwingen, in Basel und Oberwil. Wir sind überall für euch hier. Mansur, wo finde ich denn die? Mich findest du in Muttenz im Autohaus Wedrich Dona. Ihr seid alle recht herzlich willkommen, um unsere wunderschönen Fahrzeuge zum Probefahren. Kommt vorbei und fahren Sie doch auch einen von den Autos von uns.